Märklin hat das Modell der Baureihe 182 erstmals vor 13 Jahren ausgeliefert und seither mit unterschiedlichen Betriebsnummern und Farbgebungen angeboten. Hier nun wieder ein Modell in Rot mit grauem Dach und eben solchem Rahmen. Von seinen Vorgängern unterscheidet sich dieser Märklin Taurus durch seinen verbesserten Sound. Endlich spielt er die Tonleiter schon beim Anfahren ab und nicht bereits in der Anfahrtsphase im Stand, jedenfalls teilweise. Da zeigte sich Märklin lernfähig und reagierte auf die berechtigte Kritik der MOBA-Gemeinde. Ebenfalls vorbildgerecht sind Nachbildungen und Anordnungen von jeweils nur einer Bremsscheibe auf jeder Drehgestellseite. Die Drehgestellblenden sind fein detailliert. Beifall finden auch die diversen digital schaltbaren Lichtfunktionen wie das Abschalten jeweils einer Führerstandstirnbeleuchtung bzw. der Bildung eines Doppel-A-Führrangierfahrten. Bei einem schon oft geübten Kritikpunkt ist das dicke Brett in Göppingen noch nicht durchgebohrt. Der Dachgarten zeigte sich mal wieder ungenügend eingerichtet. Der Draht ist nur an einem Pantographen fixiert, beim anderen schwebt er frei. Märklin typisch bei dieser 182er ist vor allem die fehlende Anbindung von Hauptschalter und Dachdurchführung an die Leitung. Zu kritisieren wäre auch der Spalt zwischen Pufferbohlenverlängerung und Gehäuse vorn und hinten. Die Traktionseigenschaften sind nicht außergewöhnlich, aber mehr als ausreichend.
Bei der 550 Gramm schweren Lok sind alle Räder angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen. So schaffte sie auf unserer Rollenwaage 187 Gramm im Gewichtebecher. Da schleuderte sie zwar nicht, aber dem Motor fiel es sicht- und hörbar schwer, die Maschine anzutreiben. Das Fahrverhalten erfordert noch Feintuning am Decoder, denn sowohl beim Anfahren als auch beim Beschleunigen ruckte die 182er sichtbar. Merken gibt als Betriebszustand die Zeit nach 2001 an, das ist Epoche 5, denn die begann im Jahre 2000.